Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir machen heute die Thomas Müller Footmess Challenge. Ich denke mal die letzte Spieler Challenge im Footmess Kalender für uns auf dem Kanal, außer es werden doch noch welche released, aber so wie es scheint wird EA keine mehr releasen, jedenfalls nicht in der Art, dass sie jeden Tag drei kommen werden, haben sie auf jeden Fall so gepostet. So viel auf jeden Fall dazu. Ich würde sagen, wir machen die Thomas Müller Karte. Richtig geile Werte, auch besser als die auf seinem Inform. Und ich brauche ihn für ein Team. Was heißt brauche ihn? Ich habe die normale Karte, aber dann kann ich mir ihn auf jeden Fall reinstellen. Und das wäre auf jeden Fall geil, weil er richtig geile Werte hat und mich insgesamt nicht so viel Münzen gekostet hat. Den Großteil der Spieler hatte ich nämlich im Verein. Marcelo ist natürlich relativ teuer gewesen für 26k gerade eben, denn ihn für 23,5. Das heißt, beide für 50, also zusammen haben die beide 50k ungefähr gekostet. Ansonsten hatte ich Oblak ja gezogen, auch relativ teuer eigentlich, ich glaube 30k wie es scheint hier, also na okay doch nicht, auch 28 vielleicht so. Dann ansonsten noch Nani für 2400, Thiago war glaube ich billig, genau, Gameiro war auch billig. Natürlich sind die beiden 84er hier auch nicht so billig gewesen, wobei geht eigentlich noch beide für unter 3k. Dann noch Quaresma hier, auch billig, Carvajal auch billig, also eigentlich sind nur die 86er hier ja die teuersten und der 87er halt im Tor. Den hatte ich zwar schon, aber ansonsten hat mich die Challenge so knapp 55.000 Münzen gekostet, sage ich jetzt einfach mal so. Pi mal Daumen. Ich werde auch Miranda nicht machen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, einfach weil ich noch ein paar Coins behalten möchte und ihn auch nicht unbedingt brauche, weil ich vielleicht das Team um ihn rum verkaufen werde. Also ja, von daher schicke ich die Challenge, denke ich mal, jetzt ab. Soweit, ja, ich denke, das machen wir jetzt einfach mal, brauchen wir nicht so lange hier drum rum zu labern und wir bekommen Thomas Müller. Wie gesagt, eine richtig geile Karte, dann kann ich auch die normale Karte verkaufen, geht im Moment noch für knapp 25.000 Münzen weg. Das heißt, ihr kriegt schon mal zum Beispiel Marcelo wieder rein oder halt Piqué in dem Fall eher. Und wir bekommen die richtig nice Karte von Thomas Müller. Hat natürlich eigentlich noch ein bewegtes Bild mit seiner 25 hinten drauf. Hier jetzt leider nicht, aber an sich hat er die halt eigentlich. Und wie gesagt, die Werte sind einfach nur nice. Hoch Arbeitsraten, vielleicht nicht ideal, aber es passt trotzdem, wie ich finde. Und dann würde ich sagen, war es das, wie gesagt, von diesem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein.